Treppen- und Kellersanierung stehen in der John-Scher-Straße 30 bis 38 im Fokus. Im Keller der Hausnummer 30 wurden bereits neue Brandschutztüren installiert, Böden und Wände instand gesetzt. Eine Hausnummer weiter ziehen noch die Maler ihre Pinselstriche. Aufgang für Aufgang werden die Sanierungsmaßnahmen abgearbeitet. Im Treppenhaus der Nummer 36 sind es die Fliesenleger, die Hand an die Wände legen. Oben auf den Treppenpodesten vor den Wohnungstüren wurden ehemalige Nischen verkleidet. Sie bieten nun Platz für beleuchtete Etagennummern. Auch außen sind verschiedene Gewerke im Einsatz. Auf dem Dach werden die Gauben instand gesetzt. Unten gilt es, die Fundamente der zuvor bereits gereinigten Balkone zu ertüchtigen. Anschließend erfolgt die Neugestaltung der Außenanlagen. Darüber hinaus erhalten die Hausbewohner auf dem Hof eine neue Fahrradeinhausung. Voraussichtlich Mitte August sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.